Hallöchen und herzlich willkommen hier bei der Multiplayer-Bande auf der gebuchten Anlage. Heute mal mit einem Sieg auf Ansage gegen Brutus Zwerg. Da bin ich ja mal gespannt. Ich auch. Nee, keine da Ahnung. Da bin ich mal gespannt, ey. Gegen den kann doch nicht sein, dass wir eine Woche Pause hatten und dann können wir gar nichts mehr. Gegen den Nightwalker und den Atomtom. Oder halt, weil die Liga zu ist. Das ist alles komisch. Das kann sein. Nee, wir müssen auch schlechtere Gegner. Das MMR wechselt ja trotzdem durch. Ja. Und bei mir ist es irgendwie leicht ruckelig, warum auch immer. Nein, Internet weg. Nee, eigentlich ist nicht, ich 1, 2, 3, es ist nicht warm draußen. So, denkst du es daran liegt, ja? Ich denke schon, dass da Pure Probleme hat. Was für ein Ding? Pure. Gesundheit. Ich habe Protoss gefunden. Kein Cannon Rush, sehr schön. Kein Cannon Rush, kein Gas. Ja, schon. Warum ist denn der Sonne kam von hier unten? Warum kommt die von da unten? Weil er Exit First gespielt hat, bestimmt. Nee, kann er nicht. Eure Sonden werden angegriffen. Okay. Einfach nur komisch. Der Zwerg genau. Ist jetzt erst Pool und Gas. Und hat die Echse gleich fertig. Ich hab eine Queen gleich. Jetzt wollte ich die schon angreifen. Mich? Und deine Sonde. Weil die hat mich so verfolgt, ich dachte, das ist der Brutus. Hier, lass mal die Pylone kaputt machen hier. Double Gate Opening. Ich mache Adepten Push, ja. Der Berserker, wir müssen weg. Eine Pylone gebaut. Das ist ein Pushen, oder? Kann man machen, ich muss aber erst Linge bauen. Gerade etwas Supply Block. Jetzt kommen Linge. Hast du einen Bersi? Boah, jetzt nehme ich eine Echse. Hat auch schon vier Linge dann, ne? Deswegen brauche ich deine Hilfe. Ich komm ja schon. Ach, schon da. Oh, vier Bersis, Alter. Wahnsinn. Das wird wohl ein All-In werden, ne? Das ist ein All-In. Deine renn einfach nur die anderen beiden. Okay, bin ich tot. Ja, ich renn hier gerade weg. Ne, die anderen beiden rennen aber nicht tot. Ne, rennen sie nicht. Dann gehen wir doch hoch, oder? Dann noch ein Toss, oder? Terraner vielleicht einfacher, zack, einfacher zu crushen, weiß ich halt nicht, ne? Oder komm. Ja, das könnte man aber auch machen. Warte auf mich. Ein Zwerg. Ja, auch ein Toss. Ich würde den Toss vielleicht doch zuerst crushen. Ah, Shield Batteries. Ja, noch die Zerg. Auf den Zerg, ja, das geht nicht mit Ruiz. Und auch noch keine Baning, wie es aussieht. Aber Türmchen, auch Türmchen sind egal. So, der erste ist raus. Im Kampf.
Euch überhaupt nicht. Wer ist denn jetzt rausgegangen? Der Brotus oder der? Kann ich ja nicht sagen. Oh, ich hab grad meine Dings verloren. Ich weiß nicht. Brotus ist raus. Nee, Zerg ist raus. Ich weiß nicht, wer raus ist. Einer hat das Spiel verlassen. Sie ist nicht mehr da. Atomturm. Das ist der Brotus. Okay. Hey, warum? Warum hat dann den Zerg nicht mehr weiter gefarmt? Gigi. So, und da ist der Zerg jetzt auch anscheinend weg. Dann hängen wir eins dran noch für euch. Hängen wir eins dran. Weil wir mal gewonnen haben. Endlich mal wieder. Also die A2 machen wir auf jeden Fall noch fertig, ne? Aber wir verlieren doch schon mal gegen die A2. Die war noch mit Gold, ey. Ich habe nicht, was zurzeit los ist. Das MMR ist durcheinander. Ja, keine Ahnung. Und wir sind immer nur schlecht. Daran wird's nicht liegen, nein, Quatsch. Nein, wir sind gut. Es ist, ist nicht unser Wetter. Richtig, das liegt daran nichts, am Wetter. Es ist bestimmt ein Hoch- oder ein Tiefdruck, der geht bei uns auf den Kopf und... Ja. Das sind irgendwelche Neuronenströme, die dann viel zu langsam sind. Aber das war jetzt ganz gut, das Spiel. Weil es kein Überall-In. Naja, okay. Ah, ich hatte 3 Hatches, also... Ich hatte eine Echse. Ich hatte eine Echse, ja. Gebaut, also man muss schon ein bisschen Schaden machen. Ich habe einfach nur Dinge gebaut. So, jetzt machen wir aufs nächste Spiel. Ja, können wir rausschneiden. Machen wir auch. So, und da geht's auch schon weiter. Ja, gut, Terraner. Auf der blutenden Stadt gegen die Mage und den kann ich aussprechen. Ich auch nicht. Und im Hintergrund meine Katze, die im Katzenklo ist und Krach macht. Sehr schön. Good luck, have fun. Zerg Terraner. Dann wurde ich heute auch im 1-1 vom Protoss beleidigt. Ja, oh, diese Protoss-Spieler, ey. Er spielt Exit First, ich scout es. Ne, da denke ich mir, okay, musst du ihn jetzt mal ein bisschen bestrafen. Ja. Und dann kam er, du kack All-In-Noob. Hä, hey, bevor du gewinnst gescoutet hast, ist dann... Ja, oder? Das ist doch... Dumm, ey. Das ist einfach nur... Er spielt Exit First, die Scout ist, dann muss ich angreifen. Ja. Muss ich ausnutzen, wenn ich es dann nicht schaffe, dann hat er halt gewonnen. Richtig. Schon Pilot schon wieder scheiße gesetzt, na egal. Aber mir war es egal, ich habe gewonnen. Okay. Das ist richtig cool, kommt jetzt aber im Zerg. Also noch nicht, ist gerade im Bau. Terraner hat irgendwie nix. Der ist irgendwo, weiß nicht, ob er eine Exe First gespielt hat, aber er hat irgendwie nichts. Foxy, ja? Kann ich dir nicht sagen. Ich werde eine Exe spielen. Nur Fun, nur Risiko. Ich brauche keine Exe spielen. Zack, Terraner All In. Doppel Barrack. Das wird ein All-In-Schicker. Pika, das wird ein All-In. Pika. Pika, Chica. Der Zerg hat aber irgendwie entweder den Ex hier vorne noch genommen. Oder direkt bei uns. Oder direkt bei uns. Link, Dingspunkt All-In. Na man, Marine hier, ich Truppen bauen. Übrigens sind die auch offen, ne? Die Beten. Ja. Können auch dann mal vorgucken, wenn die jetzt nicht schlecht kommen. Toll, dann will ich mal Makro spielen, dann machen die irgendeine Kacke. Ja, wissen wir ja noch nicht. Geh mal vorgucken.
Die warten vielleicht noch auf ihre Banelinge. Kann schon sein. Und wir sind jetzt am Boden der Liga angekommen. Jetzt kriegen wir nur den Zug zum Aufwaschen. Den Trash. Ja. Keine Ahnung. Gucken wir, ob sie geäxt haben. Wir haben geäxt hier. Wir können auch die Äxte, weil da kommen gerade Würfer. Ja, schon nein, ordentlich drohen, Alter. Hat er ordentlich drohen verloren. Metamorphose abgeschlossen. Äxte ja. Knüppeln oder lieber hoch? Echse wird knüppeln. Da kommt der Rana. Und der Cyclin. Wir können gleich wieder, ich bin gleich wieder da, ne? Achso, ja, ja. Jetzt kommen wir da drauf. So, das soll es eigentlich schon. Da hat er weiter Drohnen gebaut und noch eine Queen. Jawohl, die hol ich mal wieder. Machen wir 150 Minerals. Noch mehr Drohnen. Oh Mann, ey. Heute ist echt Kackwurst bei mir. Kackwurst. Ich nehme eine Echse, weil ich kann. Und weg. Oh. Eklige Viecher, eklige Viecher. Nein, geh weg! Ja, los, gucken. Cyclins! Das reicht nicht. Hab ich zu viele Linge. Nee, Jung. Terrano, Echo, Schnatzeln. Ja, noch nicht mal eine Dings, wie heißt's? Kommandozentrale. Na, da war die nicht gut. Oh, weg, oh, zwei Feuer. Wo bist du? Hier. Halt, oh, Mutas. Ich mach die Mutas weg. Mach du die Cyclins weg. Naja. Cyclins sind weg. Mutas sind auch so gut wie weg. Du musst mir bei der Queen mithelfen. Warte. Weil das ist wieder so eine KI, die greift halt nur die Queen an und nichts anderes. Dein Immortal kannst du wegräumen. Hast du den Motorbau weggeräumt? Nö. Ich hab noch gar nicht gesehen, da ist er. Den werde ich nicht wegkriegen in der Zeit. Motorbau ist weg. Ja gut, ich drohne erstmal nur hoch. Ich habe jetzt gerade nicht nachgeschickt. Geht dann auf Fight Ross. Da ist der Rot raus. Sind wir wieder easy Gegner, ey. Ja. Naja, muss auch mal sein. Ja. Hat ein bisschen was zum Aufbauen. Endlich mal wieder gewonnen. Zwei Spiele ineinander. Das in einer Folge. Yay! Nice, nice, nice. So, wir sind wieder Dia 2. Das heißt, wir fallen gleich wieder runter. Genau. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschü. Und das sind wir auch schon wieder abspannen. Wir hoffen, wie immer, es hat euch gefallen und würden uns freuen, wenn ihr auch morgen wieder bei uns einschaltet. Wer nichts verpassen will, kann natürlich wie immer kostenlos unten links abonnieren. Oben rechts findet ihr ein anderes Projekt von uns und unten rechts ein StarCraft-Projekt. Dann schaltet auch morgen wieder ein und tschüssi, eure Mutti Bermando.